Heute schauen wir uns mal an, was es mit dem ERG-Modus und dem SIM-Modus beim Rollentraining auf sich hat. Dazu müssen wir zuerst mal ein bisschen technisch auf eine Rolle gucken. Also technisch gesehen generiert ein Rollentrainer zuerst einmal einen festen Widerstand. Je nachdem, mit welcher Trittfrequenz du gegen diesen Widerstand trittst, benötigst du dafür dann mehr oder weniger Leistung, also gleich Watt. Das heißt, umso höher die Trittfrequenz ist, mit der du gegen diesen Widerstand trittst, umso höher ist die von dir erreichte Leistung, also der von dir erreichte Wattwert. Natürlich umgedreht genauso. Mehr Watt ist anstrengender, weniger Watt ist leichter. So, und eine Rolle hat nun zwei Modi, wie sie, oder eine App hat zwei Modi, wie sie die Rolle ansteuert. Und das eine ist der ERG-Modus, das andere ist der SIM-Modus. So, generell, Watt ist der heute in der Trainingssteuerung übliche Wert, mit dem man alles misst. Und davon sind dann abhängig Werte wie dein FTP-Wert, Functional Threshold Power, Normalized Power oder auch Total Stress Score. Das sind alles Werte, die man über den Wattwert am sich, also oder die Wattwerte im Training werden sich dann darüber verglichen und in Relation gesetzt. Also, und dementsprechend hast du deine, erkennst du dann deine Leistungsfähigkeit oder dein Trainingsergebnis. So, gucken wir uns erstmal den ERG-Modus an. Da ist es so, die Rolle bekommt von der App einen Sollwiderstand in Watt geliefert. So, und du, wenn du jetzt weniger Watt trittst, wie dieser Sollwiderstand ist, dann erhöht die Rolle automatisch diesen technischen Widerstand. Genauso, wenn du mehr Watt trittst, verringert die Rolle den Widerstand. Das heißt, dies passiert durchgängig und die Rolle sorgt dafür, dass der Sollwiderstand gehalten ist. Und deswegen sieht man im Trainingsergebnis hier so eine zackige Linie um eben den Sollwiderstand. Also umso besser deine Rolle ist, umso kleiner, enger wird auch die Linie, weil umso schneller kann die Rolle das richtig steuern. Wenn deine Rolle über keinen integrierten Leistungsmesser verfügt, wie zum Beispiel die Elite Subito, dann kannst du gucken, ob die App des Rollenherstellers dir erlaubt, ein Power Match und ein Power Meter Link herzustellen, sodass die Rolle gesteuert wird von der Messung des Leistungsmessers. Das wird dann per N-Plus miteinander verbunden. Es ist besser, wie wenn man das versucht, über die Software zu steuern. Und dies verbessert dann im Endeffekt die Genauigkeit, mit der die Rolle dann operieren kann. Und deine Aufgabe ist es eigentlich nur, die Trittfrequenz zu halten oder die Solltrittfrequenz zu halten. Und den Rest erledigt dann die Rolle. Also wenn du mit der Trittfrequenz variierst, muss die Rolle immer gegensteuern. Es ist also nicht zwingend notwendig oder sinnvoll. Also, Schalten ist normalerweise unnötig. Man hat also meistens einen mittleren Gang eingelegt. Es ist aber schon so, bei sehr niedrigen Widerständen kann es sein, dass ein leichter Gang notwendig ist, weil die Rolle einfach ansonsten diesen niedrigen Widerstand nicht technisch nicht generieren kann. Und genauso kann es sein, dass bei sehr hohen Widerständen ein sehr schwerer Gang eingelegt werden muss, damit das funktioniert. Aber das ist, je nach Rolle gibt es da, ist das dann, erreicht man da unterschiedliche Werte. Und das ist auch von der Trittfrequenz abhängig. Aber wie gesagt, normalerweise meistens muss er nicht schalten und meistens ist es, wenn du zu viel Watt trittst, geh einfach einen leichteren Gang und dann passiert der Rest wieder automatisch. So, in so einem ERG-Modus ist es so, dass du diesen Soll-Watt-Widerstand nur in der App steuern kannst, nicht aber an deinem Fahrrad. Das ist ein relativ wichtiger Punkt fürs Training und das ist deswegen sehr sinnvoll für strukturiertes Training, wie wir hier sehen, wo wir hier über verschiedene Segmente, verschiedene Belastungsstufen fahren, also hier in dem unteren Bereich relaxed und hier so eine ansteigende Belastungen in den höheren Segmenten. Dafür ist das super nutzbar, weil die Rolle sorgt eben dafür, dass du den Sollwiderstand dann schon erreichst. Dieser Sollwiderstand wird meistens als prozentualer Wert von deinem FTP berechnet. Das ist der Wert, den du eine Stunde im Schnitt treten kannst. Oder es ist als absolute Zahl irgendwo eingetragen im Trainingsprogramm. Also du sollst jetzt 150 Watt fahren. Aber meistens hat man eher irgendwo eingetragen, fahr 60% von deinem FTP, weil das ist flexibler einfach in der Trainingssteuerung. Und wie es eingetragen ist, ist aber der Rolle egal. Das steuert dann die App intern. Ein kleiner Tipp: Wenn ich die Trittfrequenz erhöhen will, dann schalte ich kurz einen leichteren Gang oftmals, dann trete ich kurzfristig gegen weniger Widerstand, deswegen automatisch schneller und die Rolle regelt dann den Widerstand hoch. Dann ist es ein bisschen einfacher, die Trittfrequenz zu erhöhen, wenn man nicht zuerst mal so einen harten Widerstand überwinden muss. Genauso kann man es auch umgekehrt machen, wenn man die Trittfrequenz verringern will, kurz einen schweren Gang schalten, die Rolle steuert dagegen und dann ist man automatisch von der Trittfrequenz relativ schnell weiter unten.
So, das war der ERG-Modus. Jetzt das nächste ist der SIM-Modus. Steht für Simulation. Also, dort ist es so, die Rolle legt einen Widerstand oder den Widerstand als Steigungswert an. Also die Rolle legt jetzt an, du fährst jetzt eine 5% Steigung. Dabei werden so Dinge wie dein Gewicht, deine Größe, der Rollwiderstand, der Windwiderstand und so Dinge, die werden da geschätzt mit eingerechnet in diese Steigung. Je nach Rolle ist das genau, wird das sehr, sehr genau gehandhabt. Aber wie viel Watt du trittst, entscheidest du mit der Schaltung. Also so wie draußen auch. Wenn es steil bergauf geht, heißt das ja nicht, dass du hart trittst. Das ist, wenn du einen leichten Gang hast, kann es sein, dass du trotzdem noch ganz locker trittst. Das kennt man vor allem beim Mountainbike fahren. So. Also ein leichter Gang führt zum geringen Wattwert gegen so eine Steigung und ein schwerer Gang führt eben zu einem hohen Wattwert bei so einer Steigung. Und deine Aufgabe ist es beim Training, den für dich passenden Gang zu wählen und die Solltrittfrequenz zu treten, falls es eine gibt. Also das ist ein bisschen wie fahren draußen, auch dort ist genau das, was du tust. Du guckst, dass du den passenden Gang wählst, um dann, wenn du draußen fährst, dann sagst du, versuchst immer in 85er Trittfrequenz zu bleiben, was einfach effektiv ist, dann schaltest du dementsprechend. Und so ist es im SIM-Modus auch. Entspricht also dem Fahren in freier Natur, wo wir hier so ein Höhenprofil jetzt sehen. Wir sehen die verschiedenen Steigungselemente da drin. Und dann wird die Rolle, legt dann in so einem SIM-Modus bei so GPX-Daten, wenn die realistisch nachgefahren werden, alle x Meter oder x Sekunden wird einfach die Steigung, die die Rolle anlegt, dementsprechend angepasst und du steuerst alles andere mit der Schaltung. So, oftmals wird sowas auch mit Streckenvideos begleitet oder virtuell generierten Strecken, wo man dann eben so realistisch einfach eine Strecke abfährt. Man kann aber genauso auch Intervalleinheiten mit festen Steigungen machen. Warum macht man das? Weil du deinen Wattwert dann mit der Gangschaltung steuerst. Das kann von Vorteil sein. Da kommen wir auch gleich dazu. Das heißt also hier in dem Programm hier habe ich jetzt hier 0% Steigung, hier 7% Steigung, hier 5% Steigung und die 7. Ich kann die ganz leicht fahren, aber ich kann die eben auch schwer fahren. Das regel ich über die Schaltung. So. Warum ist das relevant? Für den Leistungstest. Mache ich einen Leistungstest im ERG-Modus oder im SIM-Modus? Das ist so eine Frage, die man sich immer ein bisschen stellen muss. Wenn ich einen Stufen- oder Rampentest mache, der wird im ERG-Modus gemacht. Das heißt, da erhöht die Rolle alle x Sekunden den Soll-Watt-Widerstand und ich fahre so lange dagegen an, wie ich diesen Widerstand halten kann und dann breche ich das Ganze ab. Also dann gehe ich auf Stopp. Und dadurch errechnet sich dann der FDP-Wert. Da ist der ERG-Modus total super, weil er eben immer dafür sorgt, dass ich diesen Widerstand auch wirklich fahren muss. Sonst kann ich einfach nicht mehr gegen in die Pedale treten. So. Wenn ich jetzt aber einen FDP-Test nach Hunter Allen, Dr. Andrew Coogan, das ist so ein typischer Standardtest, fahre, da gibt es Elemente, wo ich 5 Minuten und 20 Minuten meine maximale Leistung über diese Dauer erbringen soll. Und das kann ich sowohl im ERG-Modus als auch im SIM-Modus fahren. Sprich, im ERG-Modus legt dann die App 120% meines FDPs an in dem 5-Minuten-Teil und 105% meines FDPs in dem 20-Minuten-Teil. Und wenn ich jetzt merke, ich kann mehr oder es ist zu viel, dann muss ich das über irgendwelche Buttons, wo ich die Wattwerte ändern kann, eben dann dementsprechend an meine heutige Leistungsfähigkeit anpassen. Aber ich muss dann eben schon irgendwo auf dem Display rumklicken. Und vor allem im Gegensatz zu dem Test hier, ich muss dafür einen vorab eingeschätzten FDP-Wert eintragen, damit die Rolle weiß, mit welchem Wert sie standardmäßig eigentlich in diesem 5 und dem 20 Minuten Intervall agieren soll. So. Eine andere Variante ist, ich fahre das im SIM-Modus. Das heißt, die Belastungssegmente haben, wie wir eben schon gesehen haben, einfach eine Steigung, nämlich 7% zum Beispiel in dem 5-Minuten-Teil und 5% im 20-Minuten-Teil. Der FDP-Wert ist nicht relevant, weil ich steuere jetzt wieder über die Schaltung, wie viel Leistung ich erbringe und muss dann einfach sagen, okay, muss ich jetzt einen leichteren Gang gehen oder kann ich auch einen schwereren Gang wählen, weil ich einfach die 7%, die 5 Minuten noch mehr Leistung erbringen kann oder ein bisschen runtergehen muss von der Leistung. Genauso in dem längeren Teil, wenn ich merke, ich kann mehr, einfach einen schwereren Gang schalten und weitertreten. Also es ist gerade für Leistungstests ist so ein SIM-Modus, wenn man nicht den Rampentest macht, sondern diesen Leistungstest macht, ist der SIM-Modus sehr sinnvoll, weil du eben wirklich an der Schaltung ganz flexibel
deine Leistung jetzt steuerst, wie du es draußen auch machen würdest. Das ist einfach einfacher, wie das irgendwo in der App einzustellen. Aber im Ende des Tages, du entscheidest, welchen FTP-Test und welches Handling du machst. Du solltest nur, wenn du es regelmäßig machst, wahrscheinlich immer dasselbe Testverfahren nutzen, weil das ist eben einfach dann das Endergebnis ist dann vergleichbarer. Das ist besser vergleichbar, wenn du es jedes Mal gleich durchführst. Wie wenn du es jedes Mal anders machst, dann ist es ein bisschen schwerer zu vergleichen. So. Ja. Im Endeffekt, das war's zu den Modis, ERG und SIM. Wir machen unser Indoor Cycling Training mit IC Trainer, weil es ist echt das perfekte Tool für alle Radfahrer und Triathleten beim Rollentraining. Mittlerweile geht auch mit Rudern und Kajak und Schwimmen auch. Du kannst eben die ganzen Testverfahren, FTP, Leistungsprofil, Ermüdungsprofiltests durchführen. Du kannst effektiv an deinen Fitnesslevel angepasst strukturierte Trainingseinheiten durchführen. Die kannst du auch direkt aus deinem Training Peaks oder Today's Plan oder Tredict oder Intervallskalender runterladen. Du kannst deine nächste Wettkampfstrecke oder deine Lieblingsstrecke als GPX-Route abfahren, also realistisch abfahren. Die Trainingseinheiten sind mit Musik und Video hinterlegt, so wie beim Spinning im Studio, was die Motivation einfach hochhält. Du kannst aber auch währenddessen einfach Netflix und Co. streamen, das geht genauso gut. Du kannst eben Workouts und die Ergebnisse im Training Peaks, Today's Plan, Tredict, Intervals, Garmin Connect, Strava und noch anderen Plattformen synchronisieren, also sowohl das Workout als auch das Trainingsergebnis. Das ist auch total hilfreich. Du kannst Group Sessions online mit Freunden fahren und es ist verfügbar für alle gängigen Betriebssysteme und kompatibel mit einer Vielzahl an bluetoothfähigen Rollentrainern. Und es bietet dir sehr viele Funktionen für dein perfektes und motivierendes Training. Und es ist eine sehr kostengünstige Alternative zu anderen Tools am Markt. Und jetzt schauen wir uns auch noch kurz eine Sache an, weil was wir sehr gut nämlich auch in IC Trainer machen können, ist, dass wir während des Trainings den ERG-Modus in den SIM-Modus wechseln können. Also wenn wir jetzt hier in einem strukturierten Training sind, wir fahren jetzt hier eine Strecke. Jetzt hat er momentan angelegt, dass wir hier eine Rampe fahren, die 50 bis 60% ist. Also wir beginnen mit 50% vom FTP und enden bei 65% vom FTP. Jetzt können wir hier in den Trainingsdialog gehen und können sagen, ich will jetzt im SIM-Modus fahren. Und schwuppsiwupps habe ich jetzt hier die Steigung stehen. Dann sind 0% angelegt und über die Tasten kann ich jetzt sagen, ich will jetzt die Steigung fahren. Kann das natürlich auch nochmal runterstellen. Und ich kann dann aber jederzeit auch wieder zurück in den ERG-Modus wechseln. Das heißt, das habe ich wirklich im Training auch bei strukturierten Einheiten dann in der Hand, dass ich irgendwie sagen kann, okay, heute ist mir der Widerstand zu viel, ich will jetzt aber nicht die Wattwerte runterdrehen, ich steuere das jetzt einfach über die Schaltung. Wie auch immer. Es geht auch im freien Training natürlich. Und genauso geht das auch, wenn ihr hier neue Workouts erstellt. Jetzt haben wir hier drei Segmente. Jetzt packe ich mal das Segment, mache ich ein bisschen härter. Aber ich sage, dieses Segment fahre ich nicht mit 100% vom FTP, sondern im SIM-Modus und fahre es mit einer Steigung von 5%. Und zack, habe ich hier 5% Steigung sind angelegt. Das heißt, hier fahre ich jetzt im ERG-Modus mit 60%. Hier fahre ich gegen eine 5% Steigung und hier fahre ich im ERG-Modus mit 60% wieder. Da sind wir also sehr flexibel, wie wir unser Training gestalten wollen. Das ermöglicht dir alles die App. So, also was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nur Just Train, no game.